2% befürworten Separatismus in Kaliningrad. Das liberale Informationsportal RUGRAD veröffentlichte die Ergebnisse einer Umfrage, aus der hervorgeht, dass kaum einer der Befragten irgendwelche separatistischen Gedanken mit sich trägt. Die letzte Befragung hierzu wurde vor 16 Jahren durchgeführt und die Meinungen der Kaliningrader zum Status des Gebietes haben sich erstaunlich entwickelt. So waren vor 16 Jahren 48% der Kaliningrader der Ansicht, dass Kaliningrad ein Subjekt der Russischen Föderation ist und das Gebiet trotzdem einen Sonderstatus braucht. Heute sind es bereits 57%, die dieser Ansicht sind. Von 22 auf 28% wuchs die Anzahl der Befragten, die meinten, Kaliningrad benötigt einen gewichtigen Status als Subjekt der Russischen Föderation. Der Anteil derjenigen, die meinten, dass das Kaliningrader Gebiet eine gemeinsame Verwaltung durch Russland und die Europäische Union brauche, sank von 12% auf 1%. Der Anteil derjenigen, die sich offen für Separatismus und die Gründung eines neuen Staates auf dem Kaliningrader Gebiet aussprechen, sank von 7% auf 2%. Wenn es ums Geld geht, haben sich die Kaliningrader besonders entwickelt. Vor 16 Jahren wollten nur 47% der Befragten viele Unterstützungsgelder aus dem föderalen Zentrum. Heute wollen es schon 59%. Gleichzeitig sank die Anzahl derjenigen, die der Ansicht sind, dass Kaliningrad finanziell selber klarkommen muss, von 24% auf 5%. Bleibt zu konstatieren, dass es sich bei dieser Umfrage um eine Momentaufnahme handelt. Das reale Leben in Kaliningrad zeigt vielfältige gesellschaftliche Erscheinungen, die nicht immer davon zeugen, dass sich alle bewusst sind, in einer russischen Region zu leben und dies auch bereit sind, öffentlich zu demonstrieren.